Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir sind nach wie vor auf dem Rückweg, denn wir haben uns einen neuen, wirklich sehr, sehr guten Ort gesucht, wo wir unser Lager aufschlagen werden. Vor allem für die Tag-7-Horde ist das 1A das Ganze. Ist ein bisschen weit weg, also wir müssen ein bisschen laufen, aber gut, so ist es halt. Wir werden uns jetzt unseren Loot, den wir bereits haben, holen, zumindest das wichtigste Zeug, und werden dann umziehen dementsprechend. Ist immer ein großer Akt, aber gut, so ist es. Und nebenbei werden wir auch den einen oder anderen Zombie killen. Bringt alles Erfahrungspunkte. Gerade Zombie-Killen bringt mehr Erfahrungspunkte als alles andere. Das lohnt sich dann. Mehr. Der Vorschlaghammer ist auch mega. Kostet viel, viel Ausdauer, aber dafür ein Schlag und die Zombies liegen erstmal. Und man kann dann weiter draufhauen, wenn wir die Ausdauer haben. Ausdauer ist tatsächlich aber ein sehr, sehr großes Problem. So, tot. Sehr schön. Wir haben keinen Skillpunkt mehr übrig, oder? Nee, leider nicht. Ich würde tatsächlich den nächsten Skillpunkt irgendwie in Richtung Ausdauer, Regeneration oder sowas würde ich unterbringen wollen. Das bringt einfach mehr. Gerade auch jetzt das Laufen. Wir haben allerdings Bier, was Ausdauer, glaube ich, wiederherstellt. Oder Kaffee, wo wir weniger Ausdauer verlieren. Gerade zum Zurücklaufen ist das dann sehr, sehr sinnvoll, das zu benutzen. So, ich hoffe nur, dass wir keinen Hunde begegnen werden, aber ich glaube nicht. Wenn nicht, zumindest die letzten Hunde sind mit einem einzigen Schlag umgefallen, was ich auch sehr, 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 sehr begrüße. Weil diese mich tatsächlich am meisten stressen momentan. So. Den Camper, können wir... Looten wir noch den Camper? Bin versucht, die Camper aber noch zu looten. Den haben wir nicht ausgelassen. Das Haus hier haben wir gelootet. Auch nicht komplett, wir waren glaube ich noch nicht auf dem Dachboden. Entriegeln. Aber im Camper können wir uns mal umgucken. Hä? Hier, wir haben keine Ausdauer mehr. Sehr schön. Einer war drin. Eine Ranch. Sehr schön. Hat sich schon gelohnt, der Camper. Was ist das hier? Das ist normalerweise, das war früher vom Krematorium, haben sie das benutzt. Zur Leichenverbrennung. Interessant. Sogar mit Bart, cool. Eine Schusswaffe wäre noch ganz geil. Nahrungsmittel, Wasser, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Leere Gläser, bin mal gespannt, ob man leere Gläser füllen kann. Okay, ja, weiß sich die Welt, aber besser als nichts. Wir gehen jetzt erstmal zurück, schnappen uns unseren ganzen Kram, der relativ sinnvoll ist. Wir werden ein bisschen was da lassen. Wir werden uns definitiv aber nicht überladen, weil sonst brauche ich ein halbes Jahrhundert zurück. Aber wir müssen mal gucken, was wir da lassen und was wir mitnehmen. Mitnehmen werden wir auf jeden Fall Ausdauerwiederherstellung plus 20%. Bier. Bier bringt Raufschaden, Betäubungswiderstand, Ausdauerwiederherstellung plus 40%. Wir werden definitiv das Wasser, den Kleber, das hier werden wir brauchen. Die Fasern, die Munition, Kochtopf, Mais können wir gleich mal benutzen. Das hier auch. Das Sandwich auch. Den Messbecher auf jeden Fall. Das Leder brauchen wir. Was brauchen wir hier drüben? Das Wasser brauchen wir. Das habe ich unglaublich immer gern verkauft. Also Öl habe ich immer gerne verkauft. Leere Gläser brauchen wir. Ei, gekochtes Fleisch. Verbände. Und jetzt muss man dann schon wieder aussortieren, was wir noch da lassen. Die Ranch. Was haben wir hier? Roter Tee. Eisen nehmen wir mit. Alkohol. Die Tabletten nehmen wir mit. Diese 5 lassen wir da. Die Federn lassen wir auch da. Das Plastik nehmen wir mit. Motorwerkzeugteile. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Eine Ranch haben wir. Eine 1er. Munition. Nehmen wir noch mit. Federn haben wir jetzt schon da gelassen. Ei, nee. Was ist das hier? Verrottetes Fleisch brauchen wir nicht. Nahrung und Gesundheit. Fett, nö, das lassen wir alles da. Den Kochtopf nehmen wir noch mit. Unseren Schlafsack nehmen wir mit. Und dann geht's zurück. Oh, sind wir um eins? Wir sind um eins überladen. Die Dosen werden wir schrotten und werden das Metall mitnehmen.
So, und dann rennen wir jetzt dementsprechend wieder zurück zu unserem Häuschen, was nicht markiert ist. Ah, die Richtung stimmt. Wieso würde mir das Haus... Haus, anzeigen bitte. Ah, wird nicht angezeigt, interessanterweise. Sollte ziemlich genau in der Richtung sein. Okay, machen wir uns erstmal auf die Socken. Das heißt, wir benutzen erstmal hier Bier benutzen, weil es die Ausdauer wiederherstellt. Hält nicht lange an, aber reicht zumindest, um zu laufen. So, das heißt ja, in der Folge leider ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Wir rennen halt jetzt von A nach B und wir werden dann erst, wenn wir unsere Taschen leer gemacht haben, dann wieder plündern gehen können in dem Haus. Wir werden mal Zombies auf dem Weg noch killen. Ist leider auch, es ist halt wirklich sehr viel sinnvoller, wenn wir erstmal umziehen und dann da weiter plündern, weil die Wege kürzer sind, bis wir ein Motorrad haben oder irgendwas Vergleichbares haben. Dieser Blur-Effekt ist übrigens auch der Wahnsinn in meinem Bier. Alter, das ist ein Bier. Stell dich mal nicht ganz so an. Das ist ja der Wahnsinn. Nein, der Abwurf aus der Luft kommt. Und ich wette, er ist hinter mir, nicht vor mir. Sieht man? Na, selbstverständlich. Ist das dein Ernst? Gut, wir laufen zurück zum Abwurf aus der Luft. Ich glaube, ich bin jetzt nicht der Einzige, der sich ein kleines bisschen veräppelt vorkommt. Benutzen. Gott sei Dank haben wir das Bier. Das ist tatsächlich beim Rennen hilfreich. So, 400 Meter. Problem ist jetzt auch, da wird Zeug drin sein, was wir mitnehmen müssen oder sollten. Das heißt, ich muss wieder was anderes da lassen dafür. Wir haben übrigens 60 Fleisch im Moment auch. So, Ausdauer sollte gleich weg sein. 300 Meter. Okay, kurz ausruhen. Ja, wir schmeißen dann die Pflanzenfasern oder irgendwas anderes dementsprechend weg. Macht mehr Sinn. So, 280 Meter. Ach ja, mir war das irgendwie, wo ich das Flugzeug jetzt gehört habe, Tag 4 übrigens, Mitte, Tag 4, nicht Tag 3. Mir war es irgendwie klar, dass es direkt hinter mir ist, wo ich gerade genau in die andere Richtung unterwegs bin. So, vor mir ist ein Hühnchen, ist irrelevant, Federn finden wir mehr als genug. Wir müssen noch ein bisschen Müll auf dem Weg looten, ein Eisenrohr fehlt uns noch. Zwei habe ich jetzt mittlerweile, eins fehlt uns dadurch noch, damit wir die Schmiede bauen können. Also gerade da nochmal ein bisschen Müll looten. Wir haben jetzt einen Platz wieder frei. Wasser, Ausdauer, Wiederherstellung 15%. Nehmen wir gerne. Ich höre Zombies. Ich hoffe, das ist keine Horde. Ah, guck mal, mit Blinkeffekt und all. Aber das ist... Okay. Guck mal, hier auch eine neue Stadt. Design Engine ist das schon geil gemacht. Auch mit Blinkeffekt und allem drum und dran. Tragen, ja. Es hat sich halt doch leider gelohnt. Gekochtes Fleisch. Benutzen. Ein Platz, den wir noch zu viel haben. Kohle raus, ganz ehrlich. Und damit sind wir jetzt nicht mehr überladen. 7 Minuten können wir jetzt übrigens auch schneller laufen. Das heißt, ja, jetzt geht es dann dementsprechend wieder zurück. Eine Krankenschwester. Hallo, Schwester. Alter. Okay, der Vorschlaghammer ist schon cool. Und wir sind 6 Minuten jetzt anscheinend. Also 6 Minuten können wir besser laufen. Oder schneller laufen, je nachdem. Ich weiß leider die Effekte. Maximale Ausdauerbonus. Deine maximale Ausdauer wird um 10% erhöht. Ach, sehr schön. Oh. Wasser. Natürlich, wenn wir irgendwas jetzt auf dem Weg finden, wie gerade beispielsweise den Waffenbeutel, da war jetzt Wasser drin. Aber nehmen wir logischerweise mit. Auch den Abwurf auf der Luft sollte man nicht zurücklassen, man hat es gesehen. Relativ gutes Zeug drin. Leider hatten wir jetzt schon den Brustpanzer. Aber der ist trotzdem nicht schlecht. So, hier ist Müll. Und Müll müssen wir durchsuchen. Zwecks Eisenrohre. Ja, alles andere können wir eigentlich liegen lassen. Aber Eisenrohre brauchen wir. Einen Schlafsack könnte ich mir eigentlich auch wieder herstellen. Also wir können auch eigentlich noch ein bisschen... wir haben den einen oder anderen Inventarplatz, könnten wir noch freiräumen. Dies ist schon leer, oder? Ja, hier sind wir gespawnt. Das war unser Spawnpunkt. So, wir müssen hier lang.
In Hoffnung, dass wir dann noch zurückkommen. Wir haben noch Kaffee benutzen, was nochmal Ausdauer wiederherstellt und uns wieder einen Taschenplatz mehr bringt. Und er hält 3 Minuten lang an, der Kaffee. So, Goldruten brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich finde es irritierend, dass man auf der, dass man in dem, im Radar leider nicht sieht, wo ich genau jetzt hinlaufen muss. Aber die Richtung ist exakt die richtige. Aber man sieht leider nicht die Markierung. Finde ich ein bisschen komisch. Dabei sollte sie eigentlich angezeigt werden. So, berghochlaufen ist auch ganz doof. Ah, Vogelnest. Bergrunter allerdings besser. Muss man allerdings aufpassen, sich nicht das Schienbein zu brechen. So, beim Wasser werden wir auch kurz anhalten. Wir werden aber versuchen, außen rumzugehen vielleicht. Wobei das noch mehr Zeit kostet. Ob wir da jetzt die leeren Gläser, wo wir 40 Stück haben, füllen können. Ich hoffe, die kann man wenigstens füllen. Ja. Gläser kann man füllen. Blechdosen anscheinend nicht mehr. Was ein bisschen seltsam ist, aber gut, so ist es halt. So, Ausdauer ist voll. Go, go, go. Immer weiter. Nach Möglichkeit auch einer Straße entlang laufen, weil auf einer Straße liegt immer der, ja, mit der meiste Müll rum. Und ein Eisenrohr fehlt uns noch, damit wir die Schmiede bauen können. Jetzt haben wir aber praktisch einen Tag bereits verschwendet, nur um das Zeug hin und her zu transportieren. Was auch nicht so Bombe ist. So, komm her. Okay, ich habe gedacht, er fällt gleich beim ersten Mal um. Leider nicht. So, Müll. Eisenrohr. Nichts ist drin, das ist schlecht. Stein können wir auch mitnehmen. Messing und ein Brief. Sind wir noch nicht überladen. Wir hatten jetzt ein bisschen Platz. So, jetzt wird es übrigens auch angezeigt. Jetzt sieht man es oben. Das Graue ist die Markierung. Das hätten sie ruhig ein bisschen anders erlösen können, damit man das vielleicht ein kleines bisschen besser zumindest sieht. Ich finde das ein bisschen arg unübersichtlich. So, wir bleiben jetzt erstmal auf der Straße, dass wir noch ein Eisenrohr finden. So, kurz langsamer machen. Ausdauer. Wir brauchen Ausdauer. Reifen können wir leider nichts mit anfangen, mit den Autofracks auch nicht. Aber ich bin froh, dass wir zumindest das Sprinten drin haben. Einkaufswagen. So sind wir wenigstens halbwegs schneller wieder unterwegs. 16 Uhr, das reicht vielleicht sogar noch was zu plündern. Ich würde es tatsächlich nachts riskieren und selbst nachts versuchen, vielleicht mal ein Gebäude zu plündern. Ist zwar ein bisschen schwer, wenn gerade 2, 3 Zombies spawnen im Gebäude, aber... Ganz ehrlich, wenn wir sterben, ist es halt so. Ich bin sowieso gerade so heiß drauf, dass ich vielleicht tatsächlich nochmal neu anfange, wenn wir Tag 7 rum haben. Um einfach das Ganze nochmal besser... jetzt bin ich wieder ein bisschen drin. Das wird noch besser werden. Und wenn ich dann ganz drin bin, dass es dann einfach... Ja, dass wir nochmal einen gescheiten Start haben. Das Schöne an 7 Days to Die ist es ja, dass es ins Prinzip, also zumindest mir... Tatsächlich so gut wie nie langweilig wird in dem Game. Man kann so unendlich viel machen hier drin. Und so viel bauen, dass man wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit hier verbringen kann. Ich finde auch die abgerissenen Zombies ganz nett gemacht. Zumindest viel besser als die alten. So, gleich sollten wir da sein. Jo. Da ist der Händler. Bei dem man mittlerweile übrigens auch Missionen annehmen kann, aber da bin ich jetzt nicht so der Mega-Fan von, wo man dann aber schneller auch steigt. So, Lehrerbehälter, ja, wir haben eh nicht mehr so viel Platz. Ich würde mir gerne noch ein Häuschen vornehmen. Irgendwas Kleines. So, leer, leer, leer. Weil gerade auch in Küchen findet man halt doch dann gerne mal... Ah, das war das Loch, was ich gebuddelt habe. Findet man halt doch gerade nochmal das letzte Metallrohr, was wir brauchen. Ah. Nee. Hm, hier auch Aloe Vera Pflanze. Sehr schön. Oh, ich bin mit dem Gebäude sehr zufrieden. Es ist klein, es ist
aus Beton, komplett gefertigt. Es gibt hier Metall allen drum und dran. Das ist schon richtig nice, muss man sagen. So, alles raus, bis auf Holz und Steine. Achso, können wir nicht. Achso. Ja, so. So. Holz und Steine. Zwei Metallrohre haben wir jetzt hier drin. Hier haben wir jetzt kein Metallrohr. Gut, damit sind wir leer. Wir müssen ganz dringend den Schlafsack noch platzieren. Ganz, ganz wichtig. Damit wir wieder spawnen, wenn wir sterben sollten. So, 17.37 Uhr, dass wir jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden, würde ich tatsächlich hier reingehen wollen. Nicht genug Ausdauer. 35 kostet uns ein Schlag übrigens. Ja, wir überhitzen relativ zügig. Oh, hier sind Fallen drin. Können wir den reparieren? Repair. Ja, kostet uns nur Stein. Sehr schön. Ah. Genau aus dem Grund mache ich das. Oh, wir haben keine Pfeile mehr damit genommen. Okay. Sneaky-Bonus weg. Alter, der Hammer ist so cool. Da liegt einer. Auch hinter den Vorhängen ist. Kommt gerne mal ein Zombie vor. Okay, hier ist aber nichts. Nichts, nichts, nichts. Übrigens auch Feral-Zombies können hier natürlich im Haus bereits drin sein, was schlecht wäre. Aber gut, so ist es. Okay, wir brauchen Ausdauer. Okay. 600 Erfahrungspunkte gibt es so ein Zombie übrigens. Einmal hat er uns erwischt. Leider. So. Sehr schön. Looten wir schon mal. So, von oben können auch welche runterfallen. Man hat gesehen, da ist ein Loch in der Decke. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Teilweise hört man es leider nicht. So, aber wir looten noch mal, was hier geht. Okay. Nahrungsmittelkonserven. Sehr schön. Vor allem die Küche. Wegen eben genannten Eisenrohren, die wir bräuchten. Ah. Okay, eine Tasche. Honig. Oh, nett. Honig ist gut. Honig is your friend. 19 Uhr. Ah. Frage ist, was versuchen wir noch zu looten? Fernseher. Kriegen wir nicht auch irgendwo Eisenrohr, wenn wir es versuchen abzubauen? Hier kriegen wir nur Eisen raus. Mir fehlt ein Eisenrohr. Mir fehlt ein Eisenrohr. Ich wüsste aber jetzt auch nicht, was ich abbauen soll. Dann wird wir das noch hinkriegen. Okay, der ist tot. Ah, der andere ist runtergefallen, so wie es aussieht. Okay, kostet uns zu viel Ausdauer. Mehr Ausdauer. Dude. Sehr schön. Wir haben leider gerade ein bisschen Zeitdruck auch. Das ist das Problem. Denn 19.51 Uhr ist jetzt nicht ohne. Kommen wir hier irgendwie rüber? Eigentlich nicht. Ich müsste tatsächlich Holzrahmen anfertigen. Und in die Löcher füllen. Okay.
Okay, den konnten wir noch looten. Okay, wir müssen mit Holzrahmen viel arbeiten, was die Löcher angeht. Definitiv. Anders wird es nicht funktionieren. So, hier noch. Dass wir das ganze Zeug looten können. Dann weiß ich auch, okay, da ist es sicher. Vor allem gerade Bücherregale. Oh, hier, guck mal. Band 7 und Band 1. Tarnstiefel. Benutzen. Benutzen. Sehr cool. So, das Ding haben wir gelootet. Das ist leer, das ist leer. Okay. Badezimmer. Sieht gut aus. Hier werden wir aber leider kein Rohr mehr finden, glaube ich. Was haben wir hier noch? Einen dicken. Ist er tot? Sollte. Level up. Ölschiefer. Okay. 20.50 Uhr. So, wir gehen nochmal nach oben. 20.50 Uhr. So, ist hier noch irgendwo was? Ah ja, guck mal hier. Durchsuche. Ist das Militär? Eine Keule. Nett. Und hier eine Tasche. Also es lohnt sich tatsächlich immer überall hinzugucken. Kriegen wir die hier irgendwie anvisiert? Ja, hier. Oh, was ist das? Gefütterte Beinschienen. Tragen. Sehr schön. Beinschienen sind super. So, hier ist sonst nichts weiter. Nur das Loch. Da haben wir noch eine Tasche. 21.17 Uhr. Die ist leer. Okay, tot. Keine Panik bekommen. Langsam. So, nicht genug Ausdauer. Und das war's. So, wieder zwei tot. Das sollte es hier drin gewesen sein. Okay, es geht noch ganz nach oben. Ganz oben liegen übrigens gerne Feral-Zombies. Oder leben gerne Feral-Zombies. Da muss man ein bisschen aufpassen. 21.40 Uhr, was ist das hier? Eine Zigarre! Handeln plus 10, Stärke plus 1. Tragen. Wie cool. Ja, 21.53 Uhr. Die werden anfangen zu rennen, bis wir das haben. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. 22 Uhr, auch wenn es noch hell ist. Wir werden zurückgehen und werden erstmal gucken, was haben wir an Loot. Was brauchen wir noch? Beziehungsweise können wir irgendwo vielleicht... Ah, guck mal hier. Wir haben auch noch Loot hier vergessen. Tasche. Ah, hier. Farbe braun. Wenn wir Dinge einfärben wollen, das geht auch. Schade, dass ich hier übrigens kein Metallrohr rauskriege. Wobei mit der... Oh, mit der Ranch, die wir haben. Mit der Ranch könnte es machbar sein. Wir werden uns auch jetzt erstmal ein Lagerfeuer machen müssen. Nee, so nicht. Nee, auch nur Metall. Ah, Eisen. Geschmiedetes Eisen. Schmiede. Kurzes Eisenrohr brauchen wir. Klebeband, Leder, lehmiger Boden. Kurzes Eisenrohr. Fertigen. Sehr schön, die Ranch hat uns den Arsch gerettet. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge bauen wir uns dann die Schmiede zusammen. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir haben alles da. Das einzige Klebeband, aber wir haben Kleber. Vielleicht kriegen wir das irgendwie mit Stoff dann noch gemanagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei 7 Days to Die. Macht es gut.